Ja, herzlich willkommen zu einer Folge Fischkopf TV. Hier ist der Fischkopf und wir spielen auch wieder ein bisschen Hearthstone. In letzter Zeit kamen wenig Videos zu Hearthstone. Das liegt auch daran, dass ich gerade etwas wenig Zeit habe, Hearthstone zu spielen. Und ich konnte mir auch nicht wirklich, oder hatte nicht die Zeit wirklich, mir nochmal ein paar neue Decks auszudenken. Das war ja eigentlich der Plan jetzt. Nun habe ich aber letztens die Spring Preliminaries geguckt und die fand ich sehr, sehr spannend. Ich fand es sehr, sehr spannend, was die Profis da für Decks zusammengebaut haben. Und da dachte ich mir, okay, bevor jetzt gar kein Video kommt, dann nehmen wir doch einfach mal ein Deck von einem Profi und testen das mal so ein bisschen. Und ich habe leider auch nicht geschafft, jetzt noch dieses Deck abzufotografieren, also ein Bild dazu zu machen, bla 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 bla. Ich zeig's euch einfach mal. Ihr könnt pausieren, wenn ihr es nachbauen wollt. Oder ihr guckt einfach im Internet bei Hearthporn einfach Hearthstone Preliminaries eingeben. Total easy. Und dann kommt ihr auf alle Decks der Profis, die weitergekommen sind. Hier gucken wir uns mal heute so ein bisschen den Reno Warlock von Thais an. Thais ist übrigens auch weitergekommen. Oh mein Gott, ich habe jetzt wahrscheinlich gelogen. Ich weiß es nicht. Ihr wisst es ja eh besser, ne? So sieht das Deck aus. Ist natürlich ein Reno-Deck. Er hat keine einzige Karte zweimal reingetan. Wir gehen also auf Nummer sicher. Ihr wisst ja, Reno, der heilt einen nur hoch bis 30 Leben, wenn man nur noch von jeder Karte eine im Deck hat. Ja, die muss, also es geht halt nur ums Deck. Also was da rechts in diesem Dings da drin ist. Also wenn die Karte schon einmal raus ist aus dem Deck und in deiner Hand ist oder gespielt wurde, dann ja nicht mehr. Aber warum erkläre ich jetzt grundsätzlich hier Kartensachen? Da ist er, der Reno. ich zeige euch einfach mal dieses Deck. Es ist ein sehr, sehr interessantes Deck. Ich persönlich finde, der Jyraxxus könnte hier raus, aber bisher hat sich noch keiner beschwert. Ich habe mit diesem Deck so 3-4 Matches gemacht, davon habe ich 3 gewonnen. Ich glaube, ich habe 1 verloren. Ja, ich habe 4 Matches gemacht, ich habe 1 verloren. Und ich habe nicht einmal den Reno gespielt. Doch, als ich den Reno gespielt habe, habe ich verloren. Das war das einzige Mal, dass ich den Reno gespielt habe. Also ansonsten ist es ein sehr, sehr cooles Deck, auch so schon. Es hat auch eine Combo drin, der Leeroy, den ich mir extra für dieses Deck gecraftet habe. Ihr guckt, sag ich schon, ne? Wenn ihr mal hier unten hinguckt, 35 Dust haben wir nur noch übrig. Vorher waren es irgendwie 1500, also 1 plus 1 kannst du ja denken, ne? Das war ein Spaß, Leeroy Jenkins zu craften, sage ich euch. Und dazu der Faceless Manipulator, das funktioniert eigentlich ganz gut. Da machst du schon mal 12 Schaden mit. Und wenn du dann vorher noch mal irgendwie den Emperor raus hattest, kannst du vielleicht noch was anderes dazu spielen. Man kann damit Sachen machen. Was könnte man noch dazu spielen? Und zwar könnte man dazu spielen ein Power Overwhelming. Ja, also ein Leeroy, darauf ein Power Overwhelming und dann Faceless. Das ist die Traumkombo, die natürlich sehr, sehr selten zustande kommt. Aber come on, darauf spielen wir so ein bisschen hin. Und zwischendurch halten wir uns am Leben und, weiß nicht, ärgern den Gegner. Es hat mir bisher sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war auch relativ erfolgreich. Jetzt ist das Problem, dass dieses komische Mikro jetzt hier wieder vor mir ist. Und ihr kennt das Spiel, sobald Aufnahme läuft, ist man halt ein bisschen abgelenkter und schlechter. Das ist, kann sein. Ich nehme euch jetzt so ein bisschen die Luft raus, damit ihr mich nicht mehr ganz so doll anschreit, wenn ich gleich die ganz harten Missplays mache. Ich habe auch in den Spielen, die ich gewonnen habe, habe ich auch durchaus die Missplays gesehen. Dann danach. Aber da muss man jetzt durch. Okay, gegen Warrior lief es bisher ganz gut. Wir können den Acidic Swamp Ooze auch ganz gut erst nochmal behalten, weil der Warrior jetzt auch wahnsinnig gerne mit Waffen spielt. Ich würde das Ganze mal hier so machen. Oh, Doomsayer ist hier auch nicht schlecht. Doomsayer ist tatsächlich auch eine Karte, die zumindest in den Preliminaries ziemlich oft vorkam und sehr oft gespielt wurde in auch nicht Freeze Mage Decks, was ich vorher so noch nicht gesehen hatte. Die hat wahrscheinlich ein Comeback jetzt, weiß ich nicht, seit den Standard-Decks, I don't know, you know better. Weiter geht die wilde Fahrt. Ich würde tatsächlich den Imp-Gang-Boss gleich mal rauscoinen. Mal gucken, was er so macht, wenn er eine Waffe spielt. Nee, tut er nicht, aber der Bloodsail Raider oder die Bloodsail Raiderin lässt uns darauf schließen, oh ja, da könnte durchaus noch eine Waffe kommen. Und wir spielen trotzdem den Imp-Gang-Boss. Weil wir sie danach dann im Immortal Coilen könnten. Wenn sie da jetzt drauf gehen sollte, was ich jetzt auch gerade. Ja, was jetzt nicht unbedingt passieren muss. Aber dann können wir halt angreifen und zack, Mortal Coil und zack, ist die Sache Geschichte. Oh, da ist die Fiery War Axe. Frage ist natürlich, will man da schon den Ooze benutzen? Ist das etwas, was wir möchten? Wollen wir nicht später eine Waffe kaputt machen? Jetzt ist es aber ein unglaublich großartiges Tempo, was wir hier kriegen, wenn wir die beiden hier drauf haben. Ah, es ist... Ah,
Ich glaube, das ist gut. Ich glaube, das Tempo hier können wir gut gebrauchen. Seine Fiery War Axe am Anfang wird sofort weggeschmissen. Er wird weinen. Wir machen aber erstmal das hier. Wir machen erstmal das hier. Zieh noch ein Kärtchen. Und er so, ja, okay, das war dein Zug. Und wir so, nein. Wir bauen uns ein Board auf. Okay, hoffentlich war das kein Fehler. Hoffentlich war das jetzt kein Fehler. Oh, da kommt die nächste Waffe. Ja, gut. Na ja, gut, ne? Was willst du machen? Machst du nix? Der Kodo hier natürlich nicht so geil. Und das ärgert mich jetzt, dass er plötzlich weniger Leben hat und nicht ich. Und wie ich ihn jetzt quasi hochheilen würde und mich nicht damit. Allerdings hätten wir dann noch ein bisschen mehr Board Presence. Frage ist, was machen wir denn jetzt hier? Also clearen wir den? Ist das etwas, was wir möchten? Wollen wir zur Not ihn auch trotzdem hochheilen? Und dann Face gehen. Ist ja auch eine Möglichkeit. Er könnte dann nächste Runde Brawl spielen, aber will er das wirklich? Freunde, ist das etwas, was er möchte? Ich denke nicht. Wir hauen ihn dann gleich wieder die drei hier raus, wobei ich mich jetzt schon wieder ärgere, direkt, dass wir nicht dieses Board geklärt haben. Sofort ärgere ich mich. Ich bin ein Ärgerbär, sozusagen. Oh, shit. Okay. Aua, er geht Face. Oh, er geht mit dem wieder Face. Alles klar, lässt mir also die Möglichkeit sein, Rockron Elite hier gleich mal zu clearen. Ja, es ist so eine Sache, ne? Lass uns mal eine Karte ziehen. Ich sehe hier im Moment nicht so richtig. Ich meine, wir könnten den Doomsayer raushauen, dann können wir trotzdem eine Karte ziehen. Okay, zack. Den schon mal weg. Den hier rauf. Und dann Doomsayer in der Hoffnung, dass er dann quasi auch nichts mehr aufs Board kriegt. Er kann natürlich dann mit einem Execute den Kollegen wegkriegen. Aber im Moment habe ich nicht so viele andere Möglichkeiten. Ja, na klar, conteste ich jetzt auch meine eigenen Minions. Aber im Moment will ich einfach nur Zeit gewinnen. Und er geht Face. Ja, ihm ist das scheißegal. Oder? Okay, er findet das ganz gut eigentlich. Okay, ich glaube, ich habe hier ein bisschen Scheiße gebaut. Okay, das sind die Momente, Leute. Das sind die Momente. Die finden wir gut. Zack. Jetzt hat er natürlich hier den fucking Arknight Reaper draußen. Dafür hätte ich jetzt auch wahnsinnig gerne den Us gehabt. Aber wie gesagt, das Tempo am Anfang wollten wir auch eigentlich so haben. Wenn er die 5 Schaden frisst, ist das gut. Der ist jetzt weniger gut. Oh, und ein Frothing Berserker. Oh, shit. Okay, da müssen wir eventuell einen Siphon Soul reinhauen. Und ich meine, er haut sich immer weiter in unsere Combo-Range. Also, so kacke ist das jetzt hier nicht. Da ist schon mal... Ach, guck mal einer an. Da ist der Leroy Jenkins schon mal. Wenn wir dazu noch ein Faceless kriegen, dann bin ich eigentlich ganz glücklich. Oh, nein. Oh, no. Okay, alles gut. Warum weinst du denn so? Wir ziehen nochmal ein Kärtchen. Hier können wir uns noch ein bisschen heilen. Oh, nur noch 14 Leben. Das ist nicht gut. Heilen wir uns noch mal ein bisschen. Alter, dieser Doomsayer da vorhin, ne? Der war halt so mittelgut, ne? Wobei, der war genau so gewollt. Der war genau so gewollt. Man kann nicht mehr was spielen, was weniger als 3 Angriffe... Oh, shit. Was weniger als 3 Angriffe hat, wollte ich gerade sagen. Ich glaube, wir sind leider gezwungen, gleich einen Twisting Nether zu spielen, der uns natürlich in so Mittelfeld bringt. Wir könnten dann noch einen Sunfury Protector raushauen, aber die stirbt natürlich nicht gegen die Battle Axe. Schalala, manama, ja. Ist vielleicht besser, als gar nichts auf dem Board zu haben, ne? Come on, das machen wir jetzt. Hat er 8 Schaden dann gleich? Hat er gleich 8 Schaden oder was? Hat er jetzt 8 Schaden parat? Hast du? Hast du nicht, ne? Hast du nicht. Okay, Armorsmith. Also Aerosmith heißt die Karte ja eigentlich, ne? Ich weiß nicht, ob du es wusstest. Okay, dann wird geslammt, alles klar. Cycled Karten, wird die los? Oh, geht aber Face.
Alles klar, Digga, alles klar. Ich verstehe. Gut. Wollen wir uns heilen? Das wären 7. Ich würde sie halt wahnsinnig gerne loswerden. Aber ich glaube, wir wollen uns lieber heilen, ne? Ich glaube, wir wollen uns lieber heilen. 4 plus 3 sind 7. Oh, wir könnten sie auch codonen. Die Kollegin hier. Warte mal. Wenn er aber gleich, falls er seinen Grommasch hat und den aktivieren kann, dann sieht's aber zappenduster aus hier. Mit einem Taunt sind wir relativ okay. Frage ist, wollen wir trotzdem den Kodo raushauen oder wollen wir uns lieber heilen? Heilen geht auf 9 Leben. Bringt uns das wirklich was, Leute? Ich glaube nicht. Okay. Wow. Wow. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Power Overwhelming. +4, +4. Das heißt, wir haben 10 Schaden jetzt gerade dabei. Plus das, was auf dem Board liegt. Warte mal. 10? 16? 18, weil die nur 2 Angriffe hat. 18 Schaden. 18 Schaden, Leute. Oh, Jaraxxus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Was wir aber vorher machen, ist folgendes. Bitte. Bitte. Und wir heilen uns noch ein bisschen. Ich finde, das kann man machen. Okay, 13 Leben. Jetzt könnte er halt einen Brawl raushauen. Und dann hätten wir aber trotzdem, da hätten wir nicht gewonnen. Faceless, der Faceless. Ich rechne immer 12 Schaden mit dem Leroy, aber das geht natürlich nur, wenn man Faceless Manipulator hat. Okay, das dürfte Give Your Hero +4. Alles klar, was haut er weg? Wo habe ich jetzt nicht aufgepasst? Wieso hat er das denn jetzt gemacht? Wieso hat er das denn? Habe ich... Hä? Ach so, damit der stirbt, wenn... Ach so. Ja, aber dann haben wir doch jetzt gewonnen, ne? Dann haben wir doch jetzt gewonnen. Weil wir... Oh, wir haben sogar noch... Wir, guck mal, hier. Wir können das sogar noch... Wir können das sogar noch ein bisschen anders machen hier. Wobei, wie oft habe ich mit einem Leroy gewonnen? Eigentlich so gut wie nie, ne? Ich habe... Warte mal. Machen wir sowas? Habe ich jetzt irgendwas falsch berechnet? Habe ich jetzt irgendwas falsch berechnet? Ich denke nicht. Bam. Okay. Erinnern wir uns zurück an die Doomsayer-Situation. Das war genau so gewollt, Leute. Das war auch sehr schlau. Das war sehr, sehr bedacht, durchdacht, berechnet und klug mit K. Und anscheinend haben wir hier wieder irgendwelche Konnektionsprobleme. Deswegen schneiden wir kurz, sind gleich wieder da. Und da sind wir wieder. Oh, Spiel ging irgendwie nicht mehr weiter. Ich musste kurz neu starten. Aber das ist ja überhaupt nicht schlimm. Wir packen Shadow Flame weg. Wir behalten natürlich den Mountain Giant. Und Mind Control Tech kann man hier behalten. Ich hau ihn aber raus. Damit wir da vielleicht irgendwas Cooleres haben, womit wir am Anfang direkt arbeiten können. Das ist keine gute Anfangshand. Das ist keine gute Anfangshand. Aber das ist schon ganz okay. Ich weiß halt nicht, was ich halt noch nicht einschätzen kann, ist, will man den behalten für krassere Waffen? Gerade wenn man gegen den Warrior spielt, gerade irgendwie ist neue Deckart, jedenfalls für mich neu, ist der sogenannte Tempo-Warrior. Und der geht wohl voll auf Tempo und auf viel Sachen machen und so weiter. Jetzt sind wir genau in der Situation, die ich eben schon genannt habe. Ziehen wir eine Karte? Wollen wir das Ding machen? Wir spielen auf Tempo. Wir spielen so ein bisschen auf Tempo, was eigentlich, glaube ich, Quatsch ist. Was eigentlich, glaube ich, Quatsch ist. Aber gut, er kann jetzt nicht viel machen, wie man sieht. Wir jetzt aber auch nicht. Wir ziehen ein Kärtchen. Ist es ein gutes Kärtchen? Ja, aber alles für late hier. Es ist fürs late. Es ist fürs late. Und das Problem daran ist, wenn man den Typen jetzt hier schon verletzt, relativ früh, wenn er jetzt Battle Rage dabei hat, das heißt, für jeden verletzten Charakter eine Karte zieht, dann wird er hierfür auch eine Karte ziehen. Es ist immer so eine Sache. Wir ziehen noch ein Kärtchen. Der Kodo ist gut. Er konnte noch nicht spielen. Alles, was er hat, ist entweder für die Situation sinnlos oder kostet mindestens 4 Mana. Jetzt sind wir gespannt. Jetzt sind wir gespannt. Spiel irgendwas, was weniger als 3 Attack hat. Dann kommt der Kodo mir ganz recht. Wir können aber auch einen Mountain Giant spielen.
den er aktuell, also weiß ich nicht, den könnte er vielleicht mit einem Execute töten und vorher ihn halt irgendwie verletzen durch einen Whirlwind oder sonst irgendwie. Oh, ein Sheetslam kommt. Das gefällt mir sehr gut. Das gefällt mir sehr gut, dass er gegen einen 3-2er seinen Sheetslam einsetzt. Ich glaube, es wird Zeit für unseren Mountain Giant. Ich glaube, es ist tatsächlich Zeit für den Kollegen jetzt hier, an dieser Stelle. Er soll da ruhig seine Removals raushauen, dann überleben vielleicht eher so Sachen wie Ragnaros oder Emperor. Einen zweiten Zug für einen Emperor würde ich hart feiern. Oh, er frisst die 8 Schaden und dann execute oder was? Oh mein Gott. Mama, komm mal schnell her. Mama, meine Mutter ist nicht da. Das war eine. Oh, er frisst den Schaden einfach nur so. Dann hauen wir doch jetzt mal den Emperor raus, oder? Denn einen von beiden muss er ja eigentlich nehmen lassen, ne? Ist das doof? Was ist das doof? Ich glaube, das ist sehr gut. Ich glaube, es ist sehr gut. Und dieser Mountain Giant hat soeben 16 Schaden gemacht. 16 Schaden. Gibt er jetzt auf, oder? Wie ist dein Plan, Kollege? Cleave? Okay. Kann man machen. Und jetzt geht er nochmal in den Emperor rein. Geil. Also der Kollege hat gerade noch 9 Leben. Wenn ich jetzt einen Hellfire spiele, hat er noch 6. Und wir haben einen Ragnaros. Sollen wir den Ragnaros einfach spielen? Ich meine, wenn der Face trifft, haben wir nächste Runde gewonnen. Ach komm, was soll's. Es ist einfach YOLO-Time, Leute. Es ist einfach YOLO-Time. Dieses Deck... Dieses Deck macht mir so viel Spaß. Es ist ein schönes Deck. Es ist ein sehr, sehr schönes Deck, weil es ist nun nicht so ein Deck, überhaupt nicht nach Deck. Es ist aber auch nicht das schwerste Deck, was ich je gespielt habe. Also behaupte ich jetzt mal. Ich weiß es nicht. Ihr habt wahrscheinlich eine andere Meinung. Schreibt sie mir wahnsinnig gerne in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir müssen aber hier mindestens noch ein Spiel machen, oder nicht? Und wer genau aufgepasst hat, hat gesehen, ich habe auch mir Loyans Prelim Warrior nachgebaut. Das ist, ich weiß nicht, ob man das jetzt auch ein Tempo-Warrior nennt. Auch der hat mir ein bisschen Spaß gemacht. Aber dann habe ich den Warrior von Thais gesehen und den fand ich irgendwie geiler. Also, wenn ich daran gedacht habe, habe ich euch die Adresse unten in die Beschreibung geschrieben, wo man sich alle 8 Leute, die weitergekommen sind in den Spring Preliminaries. Da kann man sich alle Decks von denen ein... Also kann man alle... Was habe ich eigentlich am Anfang des Satzes gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Da kann man alle Decks einsehen von den Leuten, die weitergekommen sind. Und das finde ich persönlich super spannend. Super spannend. Wir spielen gegen einen Warlock. Oh Gott, was ist das? Wahrscheinlich ist das ein Zulok. Das heißt für mich... Ich möchte gerne diese Karte... Reno müsste ich eigentlich auch behalten. Und diese Karte möchte ich auch behalten, damit wir am Anfang irgendwas aufs Board kriegen. So ist jetzt zumindest mein Gedankengang hier. Weil dieses Board wird uns eventuell bumsen. Von dem. Wenn er jetzt zu schnell spielt, wir haben nachher einen Twisting Nether, der uns nicht sehr viel bringt. Und der kommt auch erst auf Turn 7. Hellfire könnte uns helfen. Aber vielleicht ist es ja gar kein Zulok. Oh! Er spielt direkt Renounce? What? Okay. Jetzt hat er alle seine Warlock-Karten gegen andere getauscht. Ist es denn so, dass er jetzt alle Warlock-Karten auch gegen Schamanen-Karten gewechselt hat? Oder ist es jetzt nur die Heldenkraft? Ich weiß es gerade nicht, Leute. Weil dann würde der Us ja später vielleicht auch Sinn machen, ne? Komm, wir spielen jetzt. Wir machen mal Board. Board-Präsenze. Und ich bin total verwirrt. Ich kann jetzt überhaupt nicht irgendwie reagieren, weil ich ja gar nicht weiß, was er da hat. Bei uns sagt man dann immer Holy Guacamole. Dann werden wir mal los, lieber. Oh je. Also ich glaube trotzdem, dass wir hart gewinnen. Oh shit. Oh shit. Okay, wir können hier 4 Schaden machen. Also wir können das Ding loswerden. Wir können es aber auch auf 3 Angriff runterhauen. Wobei der brauchen wir... Wir können auch damit auch wegkriegen, ne? Damit und dem Minion. Ist das, was wir wollen? Ich glaube, ja. Shit. Ist jetzt nicht so schlimm. Weine nicht. Es ist okay.
Also hier wäre auch gar nicht mal so schlecht, einen Doomslayer zu spielen, würde ich jetzt mal behaupten. Er kann dann nicht großartig was aufs Board tun und wir überspringen quasi einen Zug. Ich habe zwar kein Follow-up, aber dann kann er jetzt nicht irgendwie krasse Sachen aufs Board legen. Denn außer er kriegt ihn natürlich kaputt, ne? Oh, 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 da kommt zwei Letz. Oh, yes. Okay, schade, dass ich dem keinen Angriff geben kann. Give all minions in your hand, entdeckt, plus eins, plus eins. Ja, doof, dass ich jetzt hier schon mal ein Dings rausgehauen habe, ne? Mein Shadow Bolt. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr ärgerlich. Wir könnten ein... Warte mal, das macht er ja nur einmal, ne? Gut, trotzdem wollen wir den eigentlich loswerden. Ditte plus Ditte. Dann können wir noch Ditte spielen vorher. Wir spielen den Kollegen. Und dann spielen wir... Warte mal, habe ich gerade... Oh, nee. Ich hätte erst das machen sollen und dann den Kollegen hier spielen sollen. Oh Gott, bin ich dumm. Oh nein. Ich hoffe, diese Folge kommt niemals online. Ich will das nicht. Nee, das macht jetzt auch keinen Sinn mehr, Leute. Das macht jetzt so keinen Sinn mehr. Wir machen das anders. Wir machen das anders. Den, 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 den. Geil. Geil. Rechtzeitig umgeschwungen. Und alles viel besser gemacht. Und jetzt können wir nämlich den 05er Doomsayer hier noch ein bisschen nutzen. Geil. Okay, kann er den heilen oder Mortal Coilen wir den gleich? Oder kriegt er jetzt einen Heal-Totem? Oh, fuck you. Und die Feral Fucker. Mhm. Mhm, mhm, mhm. Und in. Was? Wie spielt denn Evolve? Wow. 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 Warte mal. Er hat jetzt hier ein Death Rattle gespielt. Resummon this minion. Aha. It's start of a turn. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf... Warte mal, aber kann ich... Alle hier sind tot. Ich könnte den silenzen, was natürlich völliger Bullshit wäre. Der kommt wieder. Will ich mir den kopieren? Dann ist meine Combo weg. Wie werde ich den Kollegen gleich los? Wenn ich ihn mir kopiere, dann habe ich wenigstens auch einen 6-6er auf der Hand. Ich überlege noch, gibt es andere Möglichkeiten und Wege? Wir kommen an dem nicht vorbei, sonst könnten wir natürlich Demon Wrath, die anderen beiden da rein und dann erst. Die oh, wir können den silenzen, dann wird der aber weg. Oh, das ist so dumm, ne? Das ist so dumm. Aber er hat gleich einen 6-6er auf dem Board. Wow! Ich habe nichts gespielt. Ich habe echt nichts gespielt, ne? Wäre das dumm gewesen? Wisst ihr noch, was ich gesagt habe? Torn silenzen, die zwei mit zwei Angriff da rein. Und Demon Wrath spielen. Und dann wäre der nämlich direkt mit... Oh, fuck. Okay, jetzt macht er 12 Schaden. Hat er gerade nicht angegriffen? Konnte er damit gerade nicht angreifen? Okay. Also ich würde sagen, so scheiße stehe ich jetzt gar nicht mehr da. Je Drake, c'est possible de la chanson. Ist mir eigentlich relativ egal. Ich spiele jetzt nämlich. Oh, Ragnaros ist auch nicht schlecht. Ragnaros ist auch nicht schlecht. Aber wir spielen erstmal diese Geschichte hier. Heilen uns direkt nochmal ein bisschen. Meine Fresse, dieses Deck ist so geil. Es macht so viel Spaß.
Ancestral no no le jolole. Big Game Hunter, okay. Den habe ich übrigens bei den Preliminaries gar nicht mal so oft gesehen. Oh shit, oh, das ist gut gespielt. Das ist gut gespielt. Jetzt haben wir durchaus un problem. Wobei, wer weiß. Also guck mal, wir haben jetzt eine ganz schön große Chance, eine 3-1 Chance, irgendwas Geiles zu kriegen durch diese Karte. Wollen wir vorher noch den Twilight Drake spielen? 15 Schaden. Er könnte noch 5 Schaden drauf haben. Das heißt, es wäre eventuell gar nicht mal so schlecht, sich zu heilen. Wir machen Risiko, ne? Nein, wir machen nicht Risiko. Come on, come on. Yes! Yes! Okay. Warum habe ich nochmal nicht den Twilight Drake zuerst gespielt? Komm, wir ziehen noch ein Kärtchen. Oh, der Kodo, auch nicht schlecht. Geht das Ding hier kapaisa? Ich möchte gerne lieber 4, 5, 4, 4. Mann, so. Okay, wir haben Board. Kommt da jetzt noch mehr mit so einem Scheiß hier um die... Oh, come on. Weil er Face gehen will? Nicht dein fucking Ernst. Wow, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Wie viel Leben hatte ich? 20? Ich glaube, ich hatte 20 Leben. Schittikowski. Hätte er mich... Warte mal, wie viel hat er da jetzt? 20 mit dem? 8 mit dem? Ne, 10 mit dem? 8 mit dem? Also 18? Plus 5? Hätte ich den Reno gespielt, hätte ich überlebt. Fuck! Okay, noch eins. Wow. Okay, ja, wird eine längere Folge, habt ihr ja gesehen. Aber wir hatten ja schon so lange kein Hearthstone mehr. Da kann man auch mal zwischendurch eine etwas längere Folge machen. Es ist ja nun mal so, Leute. Es ist ja nun mal so. Gul'dan versus Troll. Okay, Digga. Dich möchte ich jetzt wahnsinnig gerne kaputt machen. Doomsayer behalten wir einfach mal auf der Hand. Eigentlich können wir hier alles auf der Hand behalten. Warum nicht? Alles Zeug, was man relativ früh spielen kann. Man hätte jetzt, weiß ich nicht, man hätte den Doomsayer auch wegpacken können, aber der ist am Anfang eigentlich relativ gut. Später wird er halt uninteressanter, vor allem wenn der Gegner es schafft, Board aufzubauen. Dann ist er halt Uso Lesso. Auch hier ist ein Us eigentlich gar nicht so schlecht, gerade wenn er einen Doomhammer spielen sollte. Wir machen mal gar nichts und coin eventuell gleich einen Imp-Gang-Boss. Ist jedenfalls im Moment mein Plan. Mal gucken, was passiert. Ist euch eigentlich mal aufgefallen, dass man auf diesem Board zwar Sachen machen kann, aber nichts sich wirklich doll verändert. Also hier wird das Ding kurz angemacht. Na toll. Hier war irgendwas? Zack, toll. Aber man kann nichts kaputt schlagen oder umknicken oder aufmachen oder zumachen oder so. Das prangere ich ein bisschen an. Okay. Hier durchaus. Also, du bist ja, wäre hier durchaus eine Sache, die man machen könnte. Wir hauen aber den Imp-Gang-Boss raus. Also, Doomsayer wäre vielleicht besser gewesen, weil wenn er jetzt Feral Spirit spielt, dann bin ich halt sauer. Weil hätte er sonst nicht dann gemacht. Okay, Mana Tide Totem. Müssen wir dringend loswerden, Leute. Dringendst. Können wir jetzt ein Mortal Coil ziehen? Nein. Okay, aber was wir machen können... guck mal, nicht, wir haben noch gar nicht so viel Mana. Gut, also dann machen wir das so. Weil das Ding muss wirklich dringend sterben, Leute. Es geht nicht klar, dass es nicht stirbt. Er darf keine Karten ziehen. Wahrscheinlich ist es auch irgend so ein Scheiß Combo-Piss, den er da gerade spielt. Da ist der Feral Spirit. Quatsch. Okay, Doomsayer oder not to Doomsayer? This is here the question. 4 Schaden damit. Kann er noch 3 machen, um den Doomsayer zu töten? Wenn ja, ist das nicht gut für uns? The end is coming.
Oh, ich hätte noch eine Karte ziehen sollen. Fuck. Okay, es wird spät. Es wird spät. Es wird spät. Und hier, also, ich weiß, ihr sagt jetzt, der Doomsayer ja hier, warte mal, du hast doch selber noch einen Minion auf dem Board, warum machst du das? Ich bin halt krass. Ich bin halt mega krass. Okay, er kann halt auch viel Schaden machen. Es ist vielleicht so. Schwing! Aber, ach so, ich dachte, okay. Ich dachte, er wirft noch einen Imbi raus. Hat er nicht gemacht. Gut, ich sehe schon, dieses Spiel hier läuft überhaupt nicht gut. Auch so aus Konzentrationssicht. Ich habe jetzt den US-Don noch rausgehauen, weil ich dachte, irgendwas muss aufs Board. Da ist ein Totem-Golem. Wir haben keinen Mottelkeul. Oh, hallo Flametank-Totem. Na, wie geht's? Ah, shit. Ach, shit. Ach, shit. Wir können hier Sachen machen, ne? Aber... Der Scheiß gefällt mir nicht. Wir können hier den Kolo spielen. Aber ist der besonders geil? Ich weiß ja nicht. Wir müssen hier den Kolo spielen, Leute. Wir müssen hier den Kolo spielen und dann müssen wir mal gucken. Ich behaupte, wir lassen... Oh, ich weiß nicht, ob das so richtig war. Mal gucken. Mal gucken. Kolo stirbt. Frage ist wie? Okay. Spielen auch Sachen, die zwei Leben haben, bitte. Das sind drei Leben. Das ist falsch. Das ist auch drei Leben. Digga. What the fuck are you doing? Wollen wir trotzdem die beiden hier loswerden? Ich glaube, ja. Haben wir noch fünf. Haben wir hier, dann können wir den noch spielen. Alles klar. Zack. Wir möchten uns so ein bisschen am Leben halten. Ich meine, wir haben Jiraxis auf der Hand. Wir haben fucking Sylvanas auf der Hand. Wir haben den Emperor Tarissen auf der Hand. Den ich übrigens nächste Runde wahnsinnig gerne spielen würde. Ich hoffe, das klappt. Den, oh, muss er beide Minions raushauen? Yes. Habe ich raushauen gesagt? Ich meinte reinhauen. Wieso denn raushauen? Los. Oh, shit. Okay, jetzt bitte ins Ziffenzoll. Ich brauche einen Ziffenzoll. Schalalala. Demon Wrath ist auch schon weg. Hellfire, ja, sehr gut. Das bedeutet für mich, wir hauen den Kollegen raus, vergünstigen alles. Zinnokettchen? Jo. Na, das ist kein Ziffenzoll. Okay, wir hauen den raus. Wir vergünstigen die Karten, die wir auf der Hand haben. Und hoffentlich muss er mit seinem 7-7 dann da reingehen. Und dann ist das Ding nämlich nächste Runde mit dem Hellfire Geschichte. Yes. Okay. Gut wäre, wenn du dann jetzt noch ganz viele Sachen spielst, die drei Leben haben. Spiel ruhig einen Feral Spirit oder so. Ich bin doch gar nicht. Ja, gut, das ist wieder ein Leben zu viel. Ja, das finde ich nicht gut. Spellbreaker bringt mir hier auch nichts. Was spielen wir? Hellfire, dann haben wir noch 6 Mana. Könnten Mountain Giant spielen? Ist das etwas, was wir möchten? Ja, ne? Okay. Okay. Wir sind noch im Rennen. Wir sind noch im Rennen. Wenn der jetzt Face geben kann, kurz, dann ist das schon mal gut. Nein, das... Oh. Oh. Okay, Sylvanas wird schon mal erstmal nicht gehext. Oder er hat noch einen Hex und dann wird Sylvanas gehext. Und gut, dass ich den Us am Anfang noch gespielt habe. Wisst ihr noch? Das waren noch Zeiten. Okay, Taunt raus. Taunt raus. Taunt raus. Sylvanas raus. Sylvanas ist hier, glaube ich, nicht so geil. Wir ziehen nur ein Kärtchen. Mortal Coil. Yes. Zack. Zack. Und jetzt werden wir natürlich ein bisschen nicht so geil on Curve spielen. Aber das macht nichts.
Ich würde so gerne noch viel mehr Schaden machen. Oh, Fury Spirit, der kommt ein bisschen spät, Digga. Hättest du den nicht vorher mal spielen können? Die vorher mal spielen können? Oh. Oh, der feine Herr haut einen Rockbiter raus. Und ein Teil davon nicht in mein Gesicht. Das finde ich eigentlich ganz gut. Jirax ist hier zu spielen, ist, glaube ich, nicht so schlau. Ich glaube, die Frage, die wir uns hier stellen müssen, ist, ist jetzt schon Reno-Time? Das Ding ist, wenn er jetzt noch einen Rockbiter hat, macht er 10 Schaden. Und dann plus die 4. Und dann hat er noch einen Schaden irgendwo parat. Und dann sind wir hier Kapreiser-Geschichte, ne? Deswegen rate ich, liebe Kinder. 5 plus 4 ist... Oh, Mann, ey. Oh, Mann, ey. Und wisst ihr noch, als ich am Anfang gesagt habe, ich finde den Jirax kann hier raus. Weil warum sollte ich jetzt einen Jirax spielen, mit dem ich mich auf 15 Leben bringe und gar nicht mehr höher kommen kann? Also höchstens dann, wenn, nachdem ich mich einmal gerenot habe. Och, Mann, 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 Mann. Ich weiß nicht, ob ich jetzt das hier machen soll. Oder eher das hier. Ich glaube eher das hier, ne? Oh, shit. Ich glaube, die Tante behalten wir uns mal für so andere Geschichten. Was kommt jetzt? Ich glaube, das war nicht schlau. Ich glaube, das war überhaupt nicht schlau. Ich glaube, wenn ich was hätte spielen sollen, dann wäre es Sunfury Protector gewesen. Ich hätte vorher noch eine Karte ziehen sollen, bevor ich Reno spiele. Wenn ich das gewusst hätte. So weit konnte ich natürlich nicht denken mit meinem kleinen Gehirn. Nah. It's getting hot in here. Okay, ich sehe schon kommen. Sylvanas. Problem ist, wir könnten halt auch dieses Kack-Totem kriegen. Wir können hier jetzt gerade... Oh, wisst ihr, was richtig geil wäre, wenn wir jetzt noch ein Power Overwhelming hätten? Pass auf, wir hauen jetzt einfach eine Sylvanas raus. Wir hauen jetzt einfach eine Sylvanas... Oh! Ist das etwas, was man Siphons holen möchte? Jetzt gerade? Oder spielt er gleich noch richtig harten Scheiß? Die 6 Schaden hier sind 8 plus 8 plus 4 sind 12 und 8 plus 10 sind 18. Falls er jetzt noch einen Rockbiter kriegt oder wie oder wann. Ich glaube, wir können es riskieren. Boah, wenn er dann aber gleich einen Bloodlust hat oder so eine Scheiße. Das ist mir zu riskant, Freundchen. Spielen wir noch die Sunfury? Nein. Oh Gott. Oh, das sind hier die großen Missplays, ne? Shit. Shit. Oh, shit. Okay. Sylvanas muss jetzt hier gleich was reißen, ne? Ich hätte halt gerne noch was mit Sylvanas, was ich irgendwie vertaunten könnte. Twisting Nether ist hier doch nice, oder nicht? Er hat halt nur noch eine Karte auf der Hand, Leute. Okay. Die kann er loswerden mit dem Doomhammer. Aber wenn er das tut, kommt er auf 18 Leben. Und wenn ich dann noch ein Power Overwhelming ziehe, was ich meine noch im Deck zu haben, dann ist er tot. Kein Taunt. Oh, auch nicht so schön. Geht er Face, tötet er sie? Man weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob es so schlau war, sie zu spielen. Einfach so. Ich finde, Jirax ist hier noch keine Option. Hiermit machen wir 12 Schaden. Shadow Flame? Damit könnte man was klauen, aber ich glaube, das wollen wir jetzt gerade nicht. Ich glaube, was wir jetzt einfach nur wollen ist... Wollen wir noch Karten ziehen? Ja. Ragnaros. Geil. Okay, Ragnaros kann hier dieses Spiel entscheiden.
Frage ist, ob wir vorher Sylvanas spielen. Meine Antwort ist ja und wahrscheinlich werde ich mir voll in den Arsch beißen, weil er jetzt irgendwie irgendeine krasse Kombo hat. Warte mal, hier hätte er 10 plus 6. Das wäre noch nicht genug. Azure Drake. Oh. Silence? Wenn du die Silence kriegst, du ein Shadow Flame ins Gesicht, Digga. Okay, er geht face. Hier kommt der Hex. Puh. Überhaupt nicht cool. An den Hex habe ich gar nicht mehr gedacht. Ich glaube, jetzt bin ich tot. Ich glaube, das war mein Tod. Was könnte ich noch spielen, was ich Shadow Flame kann? Den Spellbreaker. Ich glaube, wir müssen halt sein Board clearen, Leute. Ich glaube, ich muss das als Zwischenschritt machen, sonst sind wir gleich tot. Oh, ich finde es schon spannend. Gehst du face, tötest du sie? Okay, du tötest sie. Okay. 18 Leben. 18 Leben. Power Overwhelming. Lass mich mal rechnen. Das wären, warte mal. 6 plus 4, das sind 10. Und das zweimal. Yes! Okay, nichts falsch mache ich jetzt. Ich mache sehr gerne Sache falsch. Aber das meine ich falsch. Whoop! Whoop! Also nach diversen Missplays und den peinlichsten Plays, die wahrscheinlich jemand gesehen hat auf der Welt, habe ich es dann doch nochmal geschafft. Und jetzt sag mal selber, Leute, ist dieses Deck nicht unglaublich lustig? Ich finde es ganz schön toll. Ich mag es sehr, sehr gerne. Und damit verabschiede ich mich mit von und dieser Folge. Hearthstone, schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr von dem Deck denkt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wo ich wahrscheinlich nochmal so ein Deck von den Preliminary Finals zeige. Also einfach Decks zeige, die ich interessant fand bei dem Spiel, bei dem Turnier und ich unbedingt mal selber ausprobieren wollte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war Fischkopf. Bis zum nächsten Mal und tschüss.